Hallo Fußballfreunde, willkommen zurück zum Fußballmanager. Weiter geht's beim VfL Bochum. Jetzt müssen wir ran in der Conference League zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul. Im Hinspiel hieß es ja für uns 2 zu 1. An und für sich ein Spiel, was wir ja insgesamt im Griff hatten, hatte Fener in der Nachspielzeit noch verkürzt, leider unglücklicherweise. Ja, nichtsdestotrotz ist es ein gutes Auswärtsergebnis. 0-0 quasi reicht uns oder allgemein unentschieden, um weiterzukommen. Beim 0-1 gibt es Verlängerung und alle anderen Ergebnisse, also höhere Niederlage sind wir raus oder höheren oder allgemein ein Sieg sind wir dann natürlich dementsprechend weiter. So zur Erklärung für die, die so mit der Regelung im K.O.-System nicht so vertraut sind. Ja, machen wir weiter erstmal mit den Vereins-News. Ja, starten wir wieder mit der 11. Woche und wieder ist Manuel Riemann und in die 11 gewählt worden. Wieder ein Spieler vom VfL. Also die Rückrunde ist fast jede Woche einer von uns dabei. Ja, kurzfristige Auswahl vor dem Spiel gegen Fenerbahce, Simon Walde. Wie ihr sehen könnt, fällt aus mit einer Grippe 10 bis 13 Tage. Das heißt, auch im Spiel gegen Mainz ist er nicht dabei. Und dann warten wir mal ab. Auf jeden Fall gegen Fenerbahce fällt er aus und auch gegen Mainz 05 nicht dabei. Kleine Übersicht der Länderspielabberufungen. So gesehen dreimal U21, einmal im afrikanischen Bereich und einmal für die Philippinen Gerrit Holtmann. Das führt mich dazu, weil wir sind jetzt mit den News durch. Ich hatte ja eine Kleinigkeit, die mir ein bisschen entwichen ist, die ich ein bisschen aus dem Fokus verloren hatte. Ich wollte eigentlich den Afrika-Cup ein bisschen mehr verfolgen. Da bin ich jetzt ehrlich, aber weil ich da so auf so eine Euphoriewelle und Siegeswelle reite mit Bochum, habe ich das ein bisschen aus dem Auge verloren. Da bin ich ganz ehrlich, habe gar nicht mehr nachgeguckt. Wir überfliegen jetzt mal so ein bisschen die Gruppenphase also unter das K.O.-System. Muss ich jetzt nicht großartig eingehen drauf, weil wir sehen ja schon gewonnen, den Afrika-Cup hat Ghana. Also ich finde, in der Gruppenphase war definitiv eine Überraschung, dass Tunesien komplett ausgeschieden ist in der Gruppe. Da eigentlich alles ganz souverän mit Elfenbeinküste weitergekommen. Ghana, Senegal an und für sich auch, Guinea, Marokko. Algerien gerade so eben durchgewurstelt mit einem Torverhältnis von minus 1 sogar. Also finde ich überraschend, dass Guinea da die Gruppe gewonnen hat. Mit so zwei schweren Kalibern mit Marokko und Algerien. Mali vor Ägypten gewinnt die Gruppe und Kamerun gewinnt die Gruppe für Angola und Burkina Faso kommt dann da so durch. Dann haben wir ein Achtelfinale. Guck mal, Elfenbeinküste ist frühzeitig ausgeschieden. Algerien gegen Nigeria nach Elfmeterschießen, auch ein richtig gutes Spiel gewesen scheinbar, 3-3. War aber auf einer zu erwarten. Kamerun, Ägypten, oh, 1-0 geschlagen. Und auch Marokko ist da frühzeitig ausgeschieden. Also da sind schon einige Überraschungen passiert. Senegal klar gegen Guinea, Gambia, ja okay. Ghana, Mali, 1-0 knapp. Und hier auch, Angola schlägt Nigeria, die vorher ja, nach Verlängerung. Die vorher ja so ein bisschen der Favoritenkiller waren. Senegal, Kamerun 2-1, Ghana schlägt dann Angola. Waren die eigentlich auch schon mal in letzter Zeit Afrika-Cup-Sieger Angola? Guck mal, dreimal hintereinander Ägypten. Nee, also ich würde sagen, auf jeden Fall da bei dem Turnier war die komplette Überraschungsmannschaft Angola. Platz 3 hat dann auch Angola gewonnen. Jo, guck mal, die sind sogar noch Dritter geworden beim Afrika-Cup. Und den Cup hat dann gewonnen Ghana nach Elfmeterschießen. Ja, fand ich mal, dachte ich, liefere ich mal nach, habe ich eigentlich am Anfang versprochen. Ist ja sonst auch ein bisschen blöd, ne, immer Sachen anzusprechen und dann nicht zu machen. Jetzt haben wir die News durch, den Afrika-Cup durch. Würde ich sagen, gucken wir uns kurz unsere eigene Taktik an. Ja, machen wir uns eigene Taktik, wie im Hinspiel. Mit diesmal zwar anstatt Ballbesitz gegen Pressing, einfach um ein bisschen mehr den Gegner unter Druck zu setzen, den nicht so viel das Spiel machen zu lassen, halt wie man das erwartet, ne? Wenn man ins Stadion geht, seine eigene Mannschaft, dass man da sieht, die spielt offensiv mit Druck nach vorne und so weiter, wisst, was ich garantiert, was ich meine, ne? Verstecken sich nicht nachher nicht hinten und wir wollen ein bisschen auch Dampf nach vorne machen, einfach kurz gesagt. So, taktische Einstellungen in der Hinsicht so wie immer, da gibt es keine Änderungen.
Könnte wieder sein, dass ich vielleicht auf ziemlich kurz, ziemlich eng zusammenrücke, die Mannschaft und auch dementsprechend das Passspiel wieder anpasse. Warten wir ab. Hohe Flanken werden reinkommen für unseren kopfballstarken Stürmer vorne mit Philipp Hofmann. Osei Tutu, die einzigste Änderung für Walde, der ja wie gesagt ausfällt wegen grippaler Effekt. Und ansonsten schauen wir uns noch den Gegner an. Und dann sind wir eigentlich auch durch. Rau Pedro wieder vorne dran. Also ich habe mir hinterher die Spiele nochmal angeguckt. Also rein vom Marktwert her auch und so müssten wir eigentlich, also finde ich, würde ich sagen, ist Fenerbahçe höher einzuschätzen als Bochum. Jetzt geht es dann natürlich auch um die Teamform und allgemein auch das Mannschaftsgefüge und so weiter, Teamchemie etc. etc. pp. Aber man sieht so, die einzelnen Marktwerte, die sind schon stärker als die vom VfL. Ne? So ein Emre Mor, der ja eigentlich als gescheitertes Talent zählt, aber auch hier 8,4 Millionen Markt hält er. Fenerbahçe zahlt an und für sich auch mehr und höhere Gehälter. Jetzt Romain Perrault ist jetzt eine Ausnahme mit 929.000, aber den haben sie auch nur geliehen von Southampton. Ne? Ist jetzt nicht als Ausrede gemeint, aber finde ich mal manchmal auch ganz interessant so der Vergleich. Halt, dass man mal sieht, wie das auseinander, die Schere auseinandergehen kann, ne? Und vor allem Geld schießt nicht immer Tore. Ja, so. Wir spielen mit 4-3-4, 3-4-3 meine ich. 4-3-4. 3-4-3. Etwas anders aber als, ich sag mal, zum Beispiel wie wir selber, ne? Nicht mit dieses Kopfstandpyramide, nenne ich das jetzt mal. Wie man das aus dem 4-3-3 meistens kennt. Also hier mit so einem Dreieckblock. Kann man auch sagen, naja, was ein Blödsinn wieder von mir. Alles klar, da sind wir dann an und für sich durch. Die letzten Ergebnisse von Fenerbahçe kann ich so per se nicht zeigen, weil da gibt es keine Daten. Aber aufgrund auch, weil ich die Super League nicht im Datenbereich habe. Also ich habe dieses, man kann ja sich gewisse Ligen auspicken, wo man dann genauere Daten von erfassen lassen kann. Aber ja, ich find die Super League und den türkischen Fußball halt nicht so interessant, muss ich ehrlich so sagen. Und daher ist der hier nicht bei. Na ja, gut, das war's. Und Breithaupt, warte mal, wollen wir den denn? Genau. Sehe ich gerade Lossia, der soll gar nicht spielen. Breithaupt kommt rein. Noch rechtzeitig gesehen. Beiden invasiven Außenstürmern wieder wie gewohnt. Und wir gehen rein. So, haben wir Anstoß. Trocken. Kein Sauwetter. Ja, wie gesagt, ne? 1-0 für Fener, gibt es Verlängerung. Egal welches Unentschieden. Wir sind weiter und alles. Bei der Niederlage von 2 Toren Unterschied sind wir raus. Batista Meier in die Mitte von Soares. Breitop, Batista Meier, Stöger. Was jetzt? Elfmeter? Jo, schon wieder Elfmeter. Ja, nehmen wir. Früher Elfmeter, 4. Minute. Wir kriegen Elfmeter zugesprochen. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Doch, da steht's. Asano wurde von Luan Perez weggeschubst. Okay. Frühe Chance. Auf eine frühe Führung, jawohl. 1-0. 19. Saisontor von Philipp Hofmann. 5. Spielminute. Ja, perfekt. Perfekter Start. Fenerbahçes Fans können kaum noch zuschauen, stand da. Da war ja eigentlich noch alles gut. 2 Tore und dann gibt es Verlängerung. Da ist dann noch genug Zeit. Aber auf jeden Fall sind wir stark im Spielen. 93% Ballbesitz, 76%, andersrum. 93% angekommene Pässe und 76% Ballbesitz. Also 93% Ballbesitz wäre schon krass. Sehr krass. Ja, aber wie es aussieht, haben wir den Gegner auf jeden Fall schon mal im Griff. Emre Mor holt sich eine gelbe Karte ab. Schön aufgepasst von Asano. Osei Tutu setzt nach. Stöger, Batista Meier. Oh. Soares. Abgegrätscht, bleibt aber noch am Ball. Stöger raus. Batista Meier macht das Spiel breit.
Missglückte Flanke, Breithaupt. Bochum bleibt am Ball und geduldig. Asano legt zurück auf Breithaupt. Der versucht's mal, aber hat nicht viel gebracht. Ja, bis dahin aber auf jeden Fall, wenn es so weiterläuft, 1-0 einfach von der Uhr runterspielen, da sage ich nicht nein. Ne? Frühe Führung, zack, bumm, aus, Maus. Müsste gelesen, so nach dem Motto. Spielen wir dann eigentlich kontrolliert, ausgewogen? Ja. Können wir mal. Ach, wir lassen es so. Führen. Könnte jetzt auch sagen, ein bisschen mehr aus dem Ballbesitz, mehr rausholen, ne? Den Sack frühzeitig zumachen. Könnten jetzt mal ein bisschen vielleicht bis zur Halbzeit sagen, komm, versuchen wir es mal noch zu erhöhen. Aber so per se gibt es jetzt keinen Grund, da irgendwie einen Aktionismus zu verfolgen und Panik zu kriegen. Mikkelsen könnte vielleicht mal ein bisschen mehr zulegen da vorne. Da kommt nicht viel. Gehen wir jetzt gleich in die Halbzeit. Jawohl, die Uhr läuft ganz schnuckelig, muckelig runter. Ja, was will man da machen, ne? Also vielleicht Variabelflanken, damit vielleicht auch andere Spieler mehr so ihre Chance bekommen. Schauen wir mal Statistik an. Ja, das kennen wir ja schon. Großchancen eine hatten wir. Weitschüsse, das ist ein Zeichen. Eventuell, dass Fenerbahce auch ziemlich tief steht. Ich meine, die spielen aber auch mit hohem mit Pressing. Kommende Pässe 78% im Mittelfeld. Kommt von uns mehr an. Gewonnene Zweikämpfe sind wir auch besser. Ja, ich sag mal, eigentlich. Da passt alles, ne? Schüsse erste Halbzeit, 6 Sprinten. Also wir sind an und für sich komplett dominant. Alles so gut, ja. Also da scheint nichts zu mäkeln zu geben. Jetzt habe ich, egal, ich habe die falsche Option genommen. Also einfach nur dieses zufrieden statt zu loben, aber ist wurscht. Ah, ja, hoffen. Oh, aufpassen. Diego Rossi mit dem direkten Ausgleich. Erste Minute in der zweiten Halbzeit. Direkt der Ausgleich von Fener. Langer Ball raus. Und da kennt Rossi nichts ins lange Eck. Das ist das, was ich meinte. Ne? Kann ruckzuck gehen. Das kann echt ruckzuck gehen. Mal aufpassen. 1-1 jetzt. Osetutu hat eine gelbe. Variabel. Aufpassen, aufpassen. Breithaupt, da kann ich eh nichts ändern. Wenn es mal ein bisschen ändern. Das war bisher. Zentrum nicht. Ich glaube, ich lasse jetzt trotzdem weiter breit. Und dann bringen wir, glaube ich. Mal sauer bringen. Ja, wie ihr seht, den habe ich mal mitgenommen. Also, da wäre eigentlich schon genau die Sache. Da könnte aber was mitnehmen, ne? Was lernen. Eine Spielerfahrung ist schon nicht unwichtig. Hofmann mit dem Kopfball auf jeden Fall. Ja, also unser Flügelspiel ist nicht gut. Egal ob offensiv oder defensiv. Im Zentrum okay, aber Asano eine 6-4, Mikkelsen eine 6-4 und auch defensiv nicht Bombe.
könnte besser sein. Vielleicht doch mal umstellen auf zwei Stürmer eventuell, aber da bin ich mir eigentlich unentschlossen. Noch. Ja, den pflückt Butland locker runter. Wichtig ist halt, nicht in Panik zu verfallen auch, ne? Wenn man merkt, man kriegt Druck. Pfosten. Aktuell Fenerbahce den zweiten Tor näher als Bochum. Jetzt kriegen wir ganz schön Druck hier. Ja, ich würde sagen, da müssen wir reagieren, wenn wir die Flügel neu besetzen. Da kommt wirklich gar nichts. Ich schmeiß das auch wirklich. Könnte auch ein Risiko sein. Ich warte noch mit Sauer. Ich wollte sagen, also wegen bezogen auf Elfmeterschießen, ne? Und dann so einen jungen Spieler reinschmeißen mit so einer Unerfahrenheit. Das könnte fatal werden. Kann Horn, ja, weil, boah. Ja, mangelhaft, ne? Ja, wie wir die Chancen nehmen zu. Wenn es ja jetzt auch nicht so atemberaubend zum Durchdrehen ist, aber es passiert was. Eins wird erstmal wieder Ruhe reinbringen. Das ist ein langer Ball, der kommt nicht an. Ferdi. Wieder schön geholt von Mikkelsen. Distermeier weit raus auf Andres. Er hält den Ball und Butland stark drüber gelenkt. Nochmal Butland, bis dahin sehr starker Rückhalt für die Türken. Araujo schwach, da stärken wir mal die Defensive ein bisschen. Nein. Wo ist er hin? Hä? Ach, nicht, sag mal. Klar, Cordoba für Riemann, ne? So. Könnte auch machen, aber. Nee, nee. Da Batista Meier auf die Außen und dann Sauer hinter die Spitzen. Ja, von Mikkelsen kommt nicht viel. Muss man echt sagen, im Hinspiel noch richtig stark. Das ist nix. Ausgeköpft. Ja, aber Standards sind wir in den letzten Spielen richtig stark geworden. Kein Standardtor mehr kassiert. Ah, Attila Scholloy, aufpassen, Jungs. Wer hat ja das? Garantiert eingewechselt worden, ne? Jo, hier oder Merk, Jandasch, Lincoln, Rossi, da ist alles noch normal. Pero, Dräger. Ja. Okay. Serda Assis kommt nochmal. Also ich denke, aber Fenerbahce wird da auch die Defensive stärken. Wir werden auch mal Goralski bringen für Breithaupt. Und viele Wechsel haben wir jetzt noch zwei, ne? Boah, ich habe echt so im Kopf, entweder Sauer hinter den Spitzen, einfach, ja gut, hinter den Spitzen wäre eigentlich schlauer, entweder Ferrei dann. Irgendwie habe ich so ein Bauchgefühl, aber auch ein bisschen bei Sauer, muss ich zugeben, dass ich den, wenn ich den reinschmeiße. Aber wir machen es mal. Pflichtspiel, Profi-Pflichtspieldebüt für Thomas Schauer in der Conference League im Achtelfinale. Im Viertelfinale. Nee, doch, Achtelfinale. Was erzähle ich denn da für Mist?
Stöger, Sauer. Haben wir einen Ball, Osetutu. Oh, der Platz. Verzieht aber. Aber das war die Chance eigentlich. Ja, jetzt bleibt nur noch offen, dass die letzten Minuten runtergespielt werden. Vielleicht nochmal gucken. Werden die Zweikämpfe gehen, nochmal reinhauen. Freistoß. Stöger und Butlin sicher. Letzten drei Minuten jetzt, fünf Minuten jetzt. Ecke nochmal. Ja. 93. Nochmal Stöger. Nimmt die direkt. Mikkelsen. Knapp über die Latte von Mikkelsen der Strich. VfL jetzt am Drücker. Sommer, Mikkelsen, raus auf Soares. Lincoln passt auf. Cordoba passt dabei eben genauso auf. Walski jetzt auf Zeit. Letzte Minute. Stöger, Sauer, Mikkelsen wieder Sauer, wird gestoppt von Aziz. Ah, merkt ja das. Letzte Chance jetzt vielleicht für Fenerbahce und Lincoln mit dem Kopfball, der geht klar drüber. So, die letzten 30 Sekunden laufen. Zittern beginnt. Riemer lässt sich Zeit. Ich habe es noch niemals eingestellt. Schickt die Mannschaft nach vorne. Das gibt einen, Alter, wie weit rennen die denn jetzt nach vorne? Das gibt einen weiten Abschlag. Letzten 10 Sekunden. Butland. Aufpassen, abseits. Merz schafft es nicht, auf gleiche Höhe zu bleiben. Und so sind wir weiter mit einem 1:1. Relativ unspektakulär. Und wenn sie jetzt, ja, ich würde sagen, so von den Zahlen her, wenn der Batscher vielleicht in der zweiten Halbzeit besser war. Rossi, bester Mann. Nee, gar nicht wahr. An und für sich Luan Perez, bester Mann. Mit Butland und Crespo. Emre Mor. Ja. Beweist mal wieder, dass er, wenn es qualitativ hochwertig wird, ist nicht so seins. Ohne jetzt zu abwertend zu sein, aber ich meine, gut, ne? Wenn man so ein bisschen mitbekommen hat, wie er da so mediamäßig jetzt in Realität tickt und von sich selber denkt, der wäre, weiß nicht, Greenish oder so, aus seinem goldenen Stuhl da sitzt und so, Mann, 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 naja. Alles klar, dann sind wir dann im Viertelfinale, sind, glücklich und froh. Er freut über das Weiterkommen. Mehr auch nicht. Also die Leistung war so lala. Insgesamt sehen wir dann Lazio rum, kann ich schon mal sagen. Die sind insgesamt 6:2 weitergekommen. Wir können es eigentlich auch so genauer ansehen. Gesamtergebnisse Bochum insgesamt 3:2. Dann Florenz gegen Drabzon. Dann haben wir ein Gesamtergebnis von 5:2. Ferencváros scheidet aus gegen Sparta Prag, insgesamt 3:4, also da ging es nochmal richtig zur Sache. Karabakh-Aktam hat das Ergebnis nochmal gedreht, das Duell der beiden Überraschungsmannschaften gegen Estoril Praia, 2:1 weiter und auch mit auch im Achtelfinale, Viertelfinale wäre ehrlich gesagt auch mein Wunschkandidat. Wunschlos, Lazio Rom sehr deutlich weiter gegen Lech Posen, 7:1, Betis Sevilla insgesamt 4:1 und sogar 2:0 bei Ludogorets gewonnen und insgesamt 4:1 in Addition. Manchester United in der Addition 2:4 weiter und Celtic Glasgow zieht gerade so eben noch den Kopf aus der Schlinge. 2:0 zu verloren, insgesamt 3:2, nachdem die halt dementsprechend 3:0 bei Basel gewonnen haben. So noch weiter. Also ich würde sagen, ehrlich gesagt, wenn ich mir einen Gegner wünschen würde, dann entweder Celtic aus der Gruppe, die hatten wir eigentlich an und für sich gut im Griff, Sparta Prag oder Karabakh Aktam. Das wären so die Wunschlose für mich. Reizvoll wäre natürlich Florenz, Lazio oder Manchester United, wobei ich die auch als absoluten Top-Favoriten auf den Titel sehe. Aber warten wir mal ab. Vielleicht fliegen die ja noch raus irgendwie.
Gegen Karabakh Aktam, das wär's. Der Vollständigkeit halber wollte ich noch nachfügen, jetzt nach den Conference League-Ergebnissen gucken wir uns mal die Ergebnisse an aus der Champions League und aus der Europa League, wie sich da die deutschen Mannschaften anstellen. Überfliegen wir mal so ein bisschen. Also Bayern hat die Überraschungsmannschaft bisher der Champions League San Sebastian insgesamt 2:1 ausgeschaltet. Real Madrid sehr knapp weiter bei Porto insgesamt 1:0. Milan Arsenal 1:4. Insgesamt schon doch recht deutlich. Genauso deutlich zieht Barcelona ins Viertelfinale ein gegen Leipzig, insgesamt 4:0. Dortmund zwei knappe Ergebnisse, zweimal 1:0 verloren gegen Atletico Madrid. Liverpool weiter gegen Napoli, 4:1. Insgesamt richtig knapp ging es zur Sache zwischen Chelsea und Inter Mailand, zweimal 0:0 und damit Inter erst im Elfmeterschießen weiter ins Achtelfinale. Und genauso knapp, aber mit mehr Toren, 3:4 am Ende zwischen Juventus und Manchester City. Das heißt, Juve dann so gesehen in Addition 3:4 raus. Dann haben wir, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, nur noch eine deutsche Mannschaft im Viertelfinale. Und die müssen ran. Schwerer kann es nicht kommen zu Hause im Hinspiel gegen Real Madrid. Dann das zweite ist Achtelfinale. Ist Atletico Madrid gegen Liverpool. Das dritte Milan, Barcelona. Und zum Schluss Manchester City gegen Inter. Ist aber das Champions League-Finale aus diesem Jahr, also ist auch Realität so gesehen. Da bin ich mal gespannt. Also aus dem Stegreif würde ich da aber auch sagen, die drei Top-3-Favoriten sind Real Madrid, Liverpool, Manchester City. Ja, würde ich jetzt so für mich sagen. So, gucken wir uns die Europa League an. Die Europa League. Ja, die Europa League. Da holen wir ein bisschen weiter aus. Und zwar beginnen wir mit der Zwischenrunde, also mit den Absteigern aus der Champions League. Da scheidet sehr überraschend, finde ich, Paris aus in der Zwischenrunde also gegen Tottenham, die Siege nach Elfmeterschießen in Paris. Ajax schaltet Nantes aus, insgesamt 2:0. Wolfsburg genauso knapp bei Benfica Lissabon nach Elfmeterschießen insgesamt 3:3. Monaco, Beşiktaş in Addition 5:2, 3:1 Heimsieg für die Monegassen. Rennes gegen Slavia Prag insgesamt 5:1. Braga gegen KRC Genk insgesamt richtig deutlich 6:1 nach dem jetzt im Rückspiel 3:0 Heimsieg. Mainz 05 gewinnt und schaltet Red Bull Salzburg aus. Finde ich auch nur ein richtig starkes Ergebnis von Mainz nach Elfmeterschießen. 1:1 in Addition und auch der erste FC Köln ist eine Runde weiter, also ins Achtelfinale eingezogen als amtierender Conference League-Sieger insgesamt 2:3 bei Young Boys Bern, also auswärts 2:1 gewonnen. Dann gucken wir uns das Achtelfinale an. Da sehen wir, Tottenham hatte PSV Eindhoven 4:2 ausgeschaltet. Monaco zieht weiter ein in die nächste Runde gegen Aston Villa 6:2 insgesamt. Rennes Villarreal 2:5 in Addition. Villarreal so gesehen souverän weiter. Köln immer noch im Rennen. Schalten Sporting Lissabon aus insgesamt 3:2. Olympique Lyon schaltet Braga aus 2:0. Ne, 2:2, Entschuldigung, und im Elfmeterschießen knapp weitergekommen gegen Braga. Mainz, richtig knapp, ist richtig unglücklich verlaufenes Spiel so gesehen. 0:1 gegen AS Rom. Ja, ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Ausgeschieden im Achtelfinale. Ajax besiegt Getafe oder schlägt Getafe und zieht ins Viertelfinale ein mit 4:2 und Wolfsburg. Auch weiter 2:0, insgesamt 3:1 gegen Dinamo Zagreb. Dadurch haben wir dann folgendes Viertelfinale. Und zwar Tottenham gegen Wolfsburg, AS Monaco gegen AS Rom, Olympique Lyon, Villarreal und Köln gegen Ajax. Also zwei deutsche Mannschaften noch im Viertelfinale. In der Europa League sieht es gut aus. Allgemein kann man aber sagen, Deutschland ist ja relativ gut vertreten. Wir halten noch die Fahne hoch in der Conference League. Zwei Mannschaften halten noch die Fahne hoch in der Europa League und Bayern noch in der Champions League. Also es könnte schlimmer kommen, ne? An und für sich. Alles klar, das war's für den Part. Wir sind eine Runde weiter, wie gesehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Tausendmal Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Part dann. Wenn es dann heißt, 28. Spieltag gegen Mainz 05. So, tschüss, bis dann.